Hallo Leute und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Let's Play Battlefield Play for Free. Wir sind heute auf der Map Basra unterwegs mit unserem Medic und ja, was haben wir denn hier in der Hand? Das kennen wir ja noch gar nicht. Okay, gut. Ich denke mal, die meisten von euch wissen schon, um was es sich handelt. Das hier ist nämlich das neue LMG. Die große Schwester der L85, auch genannt L86. Genau, wir halten hier die L85-Version für den Medic in der Hand. So. Ja, vom Design her ist es eigentlich so fast dasselbe, kann man sagen. Sie ist halt ein bisschen länger. Farben sind etwas abgeändert zu L85. Ja, aber im Großen und Ganzen ist es ja eigentlich recht dieselbe Waffe. Gut, dann kommen wir mal auf die Werte der Waffe zu sprechen. Wir haben nämlich einen einen mittleren Schaden. Genau. Dieser mittlere Schaden liegt bei Körpertreffern im Bereich zwischen 18 und 26 Trefferpunkten pro Schuss. Und ja, wenn wir ein bisschen genauer sind und mal auf den Kopf zielen, dann können wir einen Schaden von 38 bis 55 erreichen. Jetzt muss ich sagen, alle Werte, auf die ich jetzt zu sprechen komme, sind Werte ohne Aufsätze, da ich ja nur einen 3-Tages-Code für diese Waffe habe, der wurde mir zugesendet von EA. Die haben mir einen 3-Tages-Code gegeben, dass ich hier diese Waffe testen kann für diesen Kanal. Und ja, das werde ich jetzt... Wow, Lex. Das werde ich jetzt auch tun. Und ja, ich denke mal, die Waffe wird am Mittwoch erscheinen. Soweit ich weiß, wird sie das nämlich auch. Wow, so haben wir gesniped. Ja, also am Mittwoch, den 16.10. wird diese Waffe höchstwahrscheinlich erscheinen. Ich habe die Waffe jetzt halt, wie gesagt, schon einen Tag vorher bekommen. Gut, kommen wir aber weiter auf die Werte zu sprechen. Wir haben eine sehr hohe Präzision laut Statistiken. Ich werde euch das mal ganz kurz zeigen. Ich scope jetzt einfach mal an. Und wenn ich schieße hier, seht ihr, dass meine Waffe nach rechts oben verzieht. Von der Streuung her würde ich sagen, ist die Waffe eigentlich ganz in Ordnung. Wäre natürlich krank, wenn es eine Waffe gäbe ohne Streuung. Aber das macht ja nichts. Also so ohne Aufsätze ist, wie gesagt, die Präzision noch nicht sehr hoch. Aber die L85 zieht ja ohne Aufsätze trotz sehr hoher Zielgenauigkeit auch stark nach rechts oben weg. Deswegen benutzen ja auch die meisten bei der L85 den Nemesis-Stock. Aber auf Empfehlungen für Aufsätze komme ich später noch zu sprechen. Also, Munition haben wir 34 Schuss, also haben wir schon, 34 Schuss haben wir schon in unserem Magazin. Oh, hier ist doch einer. So, 34 Schuss im Magazin, Reserve haben wir 5 Magazine dabei. Ja, vergleichbar mit anderen LMGs, liegt der, Munitionswert recht identisch zur M27. Das M27 hat ja 30 Schuss im Magazin. Boah. Also ich muss schon hier teilweise bursten, sonst wird es echt schwer. Also die Munition liegt, wie gesagt, im Bereich vom M27 und vom RPK. Das darf natürlich auch nicht vergessen, die Waffe gibt es ja auch noch, aber die sieht man so selten auf dem Schlachtfeld, dass man sie manchmal einfach vergisst. Genau, Reichweite haben wir eine sehr lange, sehr hohe Reichweite. Das heißt, der Schaden fällt auf hohe Distanzen nicht so stark ab, wie zum Beispiel bei einer Waffe mit mittlerer Reichweite. Das heißt, dass wir halt auch noch auf große Entfernungen und den Gegner gut unter Druck halten können, sage ich jetzt mal so. Wobei, mit dem jetzigen Schadensmodell ohne Aufsätze könnte sich das noch als etwas schwierig ergeben. Okay, Feuerrate liegt beim Mittel, wie genau beim 1185. Wenn wir das Ganze etwas spezifizieren, ergibt sich eine Feuerrate von 473 Schuss die Minute. Ich würde mal schätzen, das ist vergleichbar mit der 1185. Ich habe jetzt die genauen Werte natürlich nicht im Kopf.
Aber das ist ja auch nicht weiter schlimm, das ist ja immer noch eine Medic-Waffe und keine Waffe für den Sturmsoldaten. Wow. Werf ich jetzt hier mal ganz kurz ein paar Granaten rüber, dann geht's gleich weiter. Okay, wir haben eine Nachladezeit von 4,45 Sekunden, also gut 4,5 Sekunden. Auch ein recht sehr guter Wert für die Medic-Klasse, auch wieder hier gewisse Parallelen zum M27 und der RPK. Nochmal auf den Recoil, also auf das Verziehen der Waffe, komme ich zu sprechen. Die verzieht nämlich, also der Wert, mit der die Waffe nach links verzieht, liegt bei 0,04 und nach rechts bei minus 0,58. Deswegen, ja, zieht auch die Waffe nach rechts, wie ihr hier sehen könnt. Und auch vorhin schon gesehen habt. Ja, also anvisieren dauert bei der Waffe auch 0,4 Sekunden, wie eigentlich so bei ziemlich allen Medic-Waffen. Das heißt, ja, nicht auch wieder totaler Standard, macht aber auch weiterhin nichts aus. Wow, da gehe ich jetzt mal weg. In den Nahkampf mit einer AEK und hohem Schaden will ich natürlich nicht verwickelt werden. Ja, genau, da komme ich halt auch schon auf die Stärken der Waffe zu sprechen. Die liegen nämlich nicht im Nahkampf, wenn ich ehrlich bin. Natürlich kann man damit auch im Nahkampf, wenn man auf dem Kopf zielt, schön was erreichen, aber eigentlich ist es ja nicht die Nahkampfwaffe, weil, wie gesagt, der Schaden ist nur Mittel. Die Reichweite ist auch auf sehr hohe Distanzen ausgelegt. Und, wow, jetzt habe ich halt den Faden verloren. Und dann die Feuerrate ist, ja, habe ich das schon gesagt? Egal. Also die Feuerrate ist Mittel und die Waffe ist ja auch eher von sich aus schon auf hohe Distanzen ausgelegt und der Schaden ist auch nicht der höchste, deswegen ist es eigentlich keine Nahkampfwaffe, sondern eher eine sehr gute Waffe auf mittlere bis hohe Distanzen. Ich hoffe natürlich, dass sie nicht so overpowered wird wie die L85, weil es wäre natürlich... Ah, wäre jetzt halt natürlich schon ein bisschen schade, wenn jetzt auch noch für den Medic so eine starke... Also so eine extrem starke Waffe, aber so eine extrem überstarke Waffe rauskommen würde. Wobei, laut den von den Statistiken her könnte es aber halt schon so sein, dass das Ding ein bisschen overpowered wird. Und ja, damit komme ich jetzt auch schon auf meine Empfehlungen für die Aufsätze zu sprechen, wenn ihr es die denn kaufen könnt, die Waffe. Natürlich kann ich da den Nemesis Stock empfehlen. Wie bei der L85, weil der weil die Zielgenauigkeit dadurch wirklich bedeutend erhöht wird. Ich hoffe natürlich dann, wie gesagt, dass es nicht so eine Laserwaffe, kann man eigentlich auch schon fast sagen, wird wie die L85. Das wäre dann echt ein bisschen schade. Boah. So. Der Stabilized Stock oder der Tactical Stock sind bestimmt auch noch eine Alternative. Die haben halt sogar auch noch den Vorteil, im Gegensatz zum Nemesis-Dog, dass sie den Schaden nicht verschlechtern. Der Nemesis-Dog zieht ja einen Schaden ab bei der Waffe. Beim Tactical und beim Stabilized-Dog ist das ja zum Glück nicht so. Also, Magazine würde ich eigentlich ganz klar empfehlen, die Wifermax. Die erhöhen den mittleren, mehr oder weniger recht geringen Schaden. So, ja, sie erhöhen den Schaden und vor allem sie erhöhen noch wirklich die Magazinkapazität um einiges. Wenn ich kurz hochrechne bei 6x35 Schuss, das sind, ja, ziemlich genau, shit, na, hätte ich in Mathe doch bloß aufgepasst. Okay, sind ziemlich genau 200 Schuss, würde ich jetzt mal sagen. Und wenn wir dann noch die Dings da, die extra Magazine draufpacken können, also die Wifi-Magazine, die uns noch 24 Schuss mehr vom Magazin geben, dann haben wir da wirklich ein Sturm... nicht kein Sturmgewehr. Ein leichtes Maschinengewehr mit einer Magazinkapazität von 60 Schuss. Und dann haben wir auch noch zusätzlich 5 extra Magazine. Und das wird ist dann halt schon ziemlich geil. Da haben wir ziemlich große Magazine, ziemlich viel Munition. Oh Gott, was ist da los? Das war scheiße. Ja, dann haben wir insgesamt bis zu 360 Schuss im Magazin, dann noch einen erhöhten Schaden. Und dann könnte es halt wirklich schon sein, wenn wir diese Waffe noch in Kombination mit einem Predator
Lauf oder einen Präzisionslauf spielen, dass das Ding wirklich ein richtiges Fernkampf-Biest wird, kann man eigentlich schon fast sagen, wie die L85. Ich hoffe natürlich, dass es so sein wird. Aber wie gesagt, es deutet eigentlich schon so ziemlich viel darauf hin, dass es so werden kann. Der Check will auch nicht, dass ich hier gerade hinter ihm die Leute abknall. Ja, die KD lässt sich sehen, es ist jetzt hier meine fünfte Runde. Und ja, Empfehlungen für das Visier würde ich sagen, der Standardvisier ist ganz in Ordnung. Wir haben ja hier eigentlich dasselbe Visier wie bei der 1185, bloß dass die Glasfaserpunkte grau sind und nicht blau. Lol. What? Boah, da wurde ich gerade nochmal gerettet. Ja, also ich würde eigentlich empfehlen, entweder Standardvisier Red Dot oder M145, wer es denn noch hat. Ja, aber insofern möchte ich mich erstmal bei euch bedanken, fürs Zusehen, fürs hoffentlich auch Zuhören und ja, ich würde sagen, die Waffe ist schon mal ein Kauf wert. Wie gesagt, die wird halt erst ab Level 28 verfügbar sein. Finde ich es eigentlich ganz angemessen, wenn man bedenkt, dass die Waffe sehr genau werden könnte mit den richtigen Aufsätzen. Also, ja, bis später, man sieht sich, bis dann irgendwann. Tschüss.